Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Verzetteler. So, wir machen mal weiter mit dem Spiel Wattam, aber vorher, bevor wir weitermachen, würde ich euch natürlich gerne noch erstmal frohe Weihnachten nachträglich wünschen. Ich weiß nicht, ob man das so spät noch macht, aber ich tue es jetzt mal einfach. Und frohes neues Jahr auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet gut feiern. Und jetzt gibt es das erste Mal auch Wattam mit Sprache, also mit meiner Stimme. Das habe ich bisher aus gesundheitlichen Gründen gelassen. Leider lief es Ende des letzten Jahres gesundheitlich nicht so gut für mich. Deswegen entschuldigt dies bitte. Auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. So. Das Telefon kann ich auch mal wieder loslassen. So, ich hoffe, das geht mit den Soundeinstellungen. Ich habe da jetzt mal ein bisschen dran gefeilt. Ansonsten sollte sich rausstellen, dass das nicht geht, dann ups. Dann werde ich da demnächst mal wieder was dran ändern. So, wie war das nochmal? Interagieren. Andere Person auswählen, stimmt. Ja, aber ich würde gerne. Ah, die Insel kann ich nicht bewegen. Okay, interessant zu wissen. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit mal wieder ein bisschen was vergessen. Aber wir werden schon zurechtkommen. Also ich finde das Spiel ja echt abgefahren, aber ich finde es auch gut. In seiner Abgefahrenheit. Er bleibt doch da. Ah nee, warte mal. Genau, ich finde mich. Nee, nee. Löst dich mal. Ich will ja da drüben hin, genau. Denn da sieht ihr ja schon dieses Lichtchen da rumfliegen. So, jetzt ändern wir wieder die Ansicht. Ja, dann geh du halt rüber. Soll mir auch recht sein. So, jetzt bewegen wir uns wieder rüber. Und zwar. Ja, komm, beweg dich. Hier hin. Ab dafür. Los geht's, Gabel. Clark Gabel? Ah, ha, 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 ha. Ach, jetzt komm. So, hier bin ich nämlich stecken geblieben. Genauso sah das bei mir aus. What are you doing? Okay.
Okay, ich soll rauszoomen. Okay. Ah, hi. Ah, jetzt. Ja, was zum... Yacht. Ja, komm da runter. Ah, der will explodieren. Warte mal, wo ist der Bürgermeister? Der müsste doch den Hut haben. Herr Bürgermeister, wo sind Sie? Nicht da, okay, warte mal. Ich muss mal kurz den Bürgermeister holen. Nee, ich kann ja gar nicht. Warte mal. Wo ist der denn? Bisher hatten wir doch nur diese zwei Inseln. Wo ist denn jetzt der Bürgermeister?
Warte mal. Aha, da ist der Bürgermeister, ne? Stimmt, der hat jetzt eine andere Form, ja. Ich verstehe. Weißt du was, Ballon? Und ab nach oben. So. Weil diese Schatztruhe hat uns ja gerade eben signalisiert oder versucht zu signalisieren, dass sie gern eine Explosion hätte. Und wie erschaffen wir diese Explosion? Ganz einfach. Yippie! Na, wie war das? Oh. Bitte. Oh, ein Geschenk, ein Geschenk. Gib her, gib her. Eine Truhe voller Schätze. Was haben wir denn da? Ein Telefonhörer. Aha. Oh, das Telefon wünscht sich einen neuen Hörer. Oh. Operation Rückruf. Das geht gar nicht. Rache! Der hat jetzt meinen Hörer. Meiner! Geht nicht. Das ist meiner. Ich war schon immer meiner. Das wird immer meiner sein. Das ist meiner. Mein Hörer. Ja, damit. Wo ist jetzt der bescheuerte Bürgermeister? Da ist er. Da hat er sich versteckt, der Feigling. Das ist ja wohl unerhört. Mein Hörer. Okay, was passiert denn jetzt?
Der Herbst. Stimmt, wir hatten ja jetzt, glaube ich, Frühling und Sommer hatten wir schon, jetzt kommt der Herbst. Ja. Herr Bürgermeister, ich möchte Ihnen den Vortritt lassen. Begrüßen Sie bitte sehr den Herbst. Obwohl, wir segeln da mal mit dem Schiffchen rüber. Den Rest lassen wir zurück. Nee. Keine Erntesaison. Hi. Ah, ich habe eine Ahnung. Obwohl, der kann eigentlich hier bleiben. Keine Erntesaison, da kann ich doch was gegen tun. Warte mal. Nee, ich glaube du. Dich brauche ich da. Kommen Sie mal alle mit, genau. Kommen Sie mal alle mit. Oder auch nicht. Weil du kannst doch hier, wenn ich mich recht erinnere. Was treibst du denn hier? Warte mal, was? Ja, aber wie soll ich? Oder ist hier war keiner mehr, oder auf der Insel? Also auf der ersten? Doch, aber ich glaube nicht, dass sie mir. Dass die mir jetzt weiterhelfen können. Du? Ich hol die jetzt einfach mal alle rüber. Irgendwer wird mir schon weiterhelfen können. Versuch macht klug. Oder muss ich die Sonne dafür anders stellen?